Hallo ihr Lieben, da ist er wieder, euer Vogelopa. Heute ist draußen Sturm, Wind und Regen und da können wir uns mal wieder über die Vögel unterhalten. Es ist ja im Moment auch kaum ein Vogel da, die meisten sind weg. Aber einen Vogel, den haben wir sogar über die Weihnachtsfeiertage gehört, nämlich das Rotkehlchen. Deshalb sagen die Engländer zum Rotkehlchen auch der Weihnachtsvogel. Ein Rotkehlchen habe ich einmal hier gemalt und wo wir jetzt auf das Thema Malen und Zeichnen kommen, da habe ich ein paar Bilder von der Luisa bekommen, die ist 6 Jahre alt. Die Bilder, die zeige ich euch jetzt hier mal. Hier zuerst die beiden Eisvögel, dann kommt hier der Pelikan, dann die Kohlmeise und die Wasserralle. Ich finde, das hat sie ganz toll gemacht. Und so bin ich auch auf die Idee gekommen, selbst ein paar Vögel zu zeichnen, die ich euch auch eben mal hier vorne auf den Bildern zeige. Nämlich, wie gesagt, das Rotkehlchen habt ihr ja schon gesehen. Und dann kommt ein Gimpel und ein Kernbeißer. Neue Bilder, die ich demnächst dann noch malen werde, würde ich euch auch gerne zeigen. Und dann werde ich mich freuen, wenn ich auch Bilder von euch dabei zeigen könnte. Wenn ihr mir ein paar Bilder, die ihr selbst gemalt habt, zuschickt, werde ich die hier auch zeigen. Die Adresse, an die ihr die Bilder schicken könnt, blende ich hier ein. Eure Eltern können die Bilder abfotografieren und an diese E-Mail-Adresse schicken. Und dann kann ich die zeigen. Und wenn wir mal ganz viele zusammen haben, wer weiß, vielleicht machen wir dann mal ein Buch darüber. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, kommt gut ins neue Jahr und bleibt vor allen Dingen gesund. Euer Vogelopa. Tschüss.